Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu meinem neunjährigen Special. Schön, dass ihr bei diesem Video tatsächlich eingeschaltet habt. Ja, am 1. März vor 9 Jahren, um genau zu sein, habe ich diesen YouTube-Kanal Flui0392, wie er ja eigentlich heißt, tatsächlich gegründet. Mittlerweile heißt er ja nur noch Flui. Und ja, eigentlich hatte ich damals schon einen Kanal, den ich ungefähr ein paar Monate habe. Den habe ich aber aufgrund besonderer Ereignisse verloren. Auf das möchte ich nicht genau eingehen. Wäre vielleicht mal eine Sache für ein eigenes Video. Aber ja, diesen Kanal Flui habe ich jetzt seit 1. März und das seit 9 Jahren. Damals mit unseren allerersten Projekten. The Legend of Zelda, The Windraker, Pokémon Schwarz 2 war es tatsächlich damals. Und dem Spiel Formel 1 2012, glaube ich. Das waren tatsächlich einer unserer allerersten Projekte hier auf diesem YouTube-Kanal. Und in diesen 9 Jahren hat sich einiges verändert. Wie ihr mittlerweile am Kanalbild natürlich erkennen könnt. Ja, was werden wir in diesem Video machen? Wir werden einmal zurückblicken auf das vergangene Jahr 2021 bzw. 2022 und werden ein bisschen in die Zukunft schauen. Das heißt, was erwartet euch in den kommenden Wochen und Monaten bzw. im nächsten Jahr auf diesem YouTube-Kanal? Denn vor 2 Jahren hatte ich mich dazu entschlossen, immer mal jedes Jahr ein Video zu bringen, wo ich im Grunde darüber spreche, wie der Kanal so gelaufen ist und was euch in Zukunft so erwartet. Und mit dieser Tradition würde ich tatsächlich gerne weiter fortfahren. Schauen wir erstmal auf das vergangene Jahr 2021/22. Damals im Grunde genommen genau vor einem Jahr hatten wir tatsächlich noch Projekte wie Sword Art Online Alicization Lycoris, wo wir kurz davor waren, die Story zu beenden, die Main Story. Sozusagen, wir waren relativ nah am Ende der Main Story. Wir hatten aber auch noch Projekte wie Formel 1 Fantasy Karriere und tatsächlich vor kurzem oder kurz nach dem Jahresspecial startete tatsächlich ein neues Projekt auf meinem Kanal, nämlich Sword Art Online Girls OPS Reviews, und ich hatte mich dazu entschlossen, ein Donnerstagsvideo jede Woche zu bringen. Ja, wenn ihr jetzt auf den Kanalbild schaut, seht ihr, dass sich ja nicht so viel stark tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr am Kanalbild tatsächlich verändert hat, wie zum Beispiel, wo wir das 8-Jahres-Video gemacht haben. Da habt ihr gehört, dass ich darüber gesprochen habe, dass ich den Kanal massiv und radikal verändert habe. Und im Vergleich aber jetzt zu diesem Jahr hat sich der Kanal im Grunde genommen wenig verändert, beziehungsweise nicht so krass verändert, weil ich mich im Grunde genommen ja für diesen Weg tatsächlich entschieden habe, hier auf meinem YouTube-Kanal nur noch Sword Art Online zu bringen. Formel 1 ist ja mittlerweile auch verschwunden, das existiert ja mittlerweile nur noch auf Twitch. Bei die Spiele, die ich halt auch gerne spiele, neben Sword Art Online spiele ich ja mittlerweile nur noch auf Twitch. Und alles, was mit Sword Art Online zu tun hat, befindet sich hier auf diesem YouTube-Kanal. Damals bei meinem 8-Jahres-Special habe ich gesagt, dass es mir wichtig war, diesen Kanal war es für mich wichtig, den Kanal radikal zu verändern, einfach weil es eine Veränderung gebraucht hatte. Das war ganz, ganz wichtig für mich, einfach weil der Kanal nicht lief. In meinem 7-Jahres-Special habe ich darüber gesprochen, dass ich jedes Jahr gerade mal 200 Abonnenten gemacht hatte. Das ging über 3 bis 4 Jahre und damit war ich halt unzufrieden. Wenn man jedes Jahr immer nur 200 Abonnenten und manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also war mal ein Jahr mit 180, dann mal ein Jahr mit 211, also aber trotzdem, es hat sich immer in diesem 200er Bereich bewegt und deswegen musste ich diesen Kanal radikal verändern. Und da mir Sword Art Online und halt Virtual Reality persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich mich halt für diese Sachen interessiere, hatte ich mich ja dazu entschlossen, den Kanal radikal auf Sword Art Online umzustellen. Und im letzten Jahr habe ich darüber gesprochen, dass das ziemlich gut funktioniert hatte, dadurch, dass wir ein Plus hatten von sogar 300 Abonnenten in einem einzigen Jahr. Das war für mich schon unglaublich, völlig spektakulär und völlig weltenzerstörend, dass mir das überhaupt gelingen konnte, dass dieser radikale Schritt tatsächlich funktioniert hatte und tatsächlich, dass das sogar Erfolg gebracht hatte, weil ich halt einfach in einem Jahr 100 Abonnenten mehr gemacht habe. Ja, aber wie sieht es tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr aus? Also was hat sich im Grunde genommen in diesem einen Jahr
verändern. Es gibt hier bei YouTube so einen wunderbaren Punkt, das nennt sich Analytics. Dort kann man tatsächlich nachschauen, wie viele Abonnenten ich tatsächlich in einem Jahr gemacht habe. Und ja, ich hatte das schon als der gute Imbon 6510, der macht das immer zum Silvester Day, beziehungsweise am 1. Januar bringt er immer so ein bisschen die Daten raus und zeigt so, was er so gemacht hat. Und ich hatte dann tatsächlich auch mal geguckt, habe ich aber dazu entschlossen, das erstmal nochmal nur drüber zu gucken und dann etwas später nachzugucken. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich erschüttert gewesen, als ich gesehen habe, was wir tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr geschafft haben. Das sprengt meine Erwartung. Also nochmal im Vergleich zu im Jahre sozusagen 2020, 2021 hatten wir 300 Abonnenten plus gemacht im Vergleich zum Jahr 2021, zum Vergleich und das Jahr 2022, die paar Monate, haben wir tatsächlich in diesem einen Jahr 722 Abonnenten plus gemacht. 722. Das klingt für irgendwelche ganz großen YouTuber, die irgendwelche Millionenzahl oder Hunderttausende Abonnenten haben, extrem wenig, aber für mich waren, also als ich wirklich tatsächlich diese Zahl gesehen habe, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Und dafür möchte ich erstmal sagen, riesengroßes Dankeschön erstmal an euch, weil ich meine, ich war nicht derjenige, der 722 Accounts erstellt hat und mich abonniert hat und jetzt auf einmal meine Videos schaut. Das war nicht ich, sondern das wart ihr. Und da muss ich einfach mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Als ich diese Zahl wirklich gesehen hatte und tatsächlich realisiert hatte, dass das wirklich 722 Abonnenten in einem Jahr waren, bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen, weil damit habe ich niemals gerechnet. Niemals. Ich habe ja damals bei meinem 800 Jahre Special da gesagt, dass sobald das wieder zurückfallen sollte, ich habe ja damals ja, der Grund, warum ich ja diesen Schritt gemacht habe, diesen radikalen Schritt, den Kanal verändert habe, war ja, weil ich einfach ja so ein bisschen enttäuscht war und ich einfach deswegen halt die Lust verloren hatte an YouTube und ich deswegen wirklich überlegt hatte, den Kanal zu beenden. Und ich habe ja damals gesagt, sollte das wieder in diesen Rhythmus zurückfallen, also hätten wir tatsächlich dieses Jahr nur schlappe 200 Abonnenten gemacht, hab ich ja gesagt, dann würden wir den Kanal beenden und da wäre ich auch tatsächlich dran geblieben. Also hätten wir nur 200 Abonnenten gemacht, dann hätte ich den Kanal auch hier jetzt beendet. Klingt zwar ein bisschen bösartig, aber ihr müsst ja halt verstehen, dass ich halt ein Jahr hatte, wo es 300 Abonnenten war und davor wirklich 4 Jahre 200 Abonnenten, immer nur jedes Jahr am Stück. Diese Stagnation, da fühlt man sich dann so ein bisschen leer. Also das heißt nicht, dass ich keine Lust habe auf YouTube und dass ich irgendwie Geld oder Fame haben möchte. Darum geht es mir nicht. Aber es ist halt so ein bisschen, wenn man so 3 bis 4 Jahre hintereinander immer die gleichen Abonnentenzahlen hat, fragt man sich schon, machst du irgendwas falsch? Und wo ich wirklich diese Zahl gesehen habe, diese 722, war wirklich schockiert. Ich meine, es ist wirklich krass. Wir haben wirklich mehr als das Doppelte an Abonnenten gemacht. Das ist wirklich krass. Ich meine, wir haben fast 2,5-fache, glaube ich, ist das richtige Mathematische. Also wirklich mehr als das Doppelte. Also das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Dazu noch 192.275 Aufrufe. Auch das ist wirklich insane. Also da muss ich auch mal sagen, danke. Natürlich haben mir die Sword Art Online in Minuten-Videos unfassbar gecarried, das muss man sagen. War natürlich gut, dass ich das gestartet habe hier auf meinem YouTube-Kanal und die Videos haben tatsächlich meinen Kanal auch wirklich zum Explodieren geholfen, weil das halt einfach bei euch anscheinend so krass angekommen ist, dass viele gesagt haben, okay, ich abonniere den Typen. Auch ja, auch von den Aufrufen her kann ich mich bislang überhaupt nicht beschweren. Also wir haben ziemlich gute Aufrufe. Ich gucke jetzt mal kurz nochmal bei den aktuellsten Videos nach. Wir haben teilweise
Aufrufe immer so zwischen 79 bis 50. Teilweise haben wir dann auch mal eine 90er mit drin oder eine 84. Also es schwankt immer so zwischen 90 bis 50 Aufrufen. Ich mache das so immer so an 1 bis 2 Tagen im Grunde genommen nach Release des Videos. Mache ich das immer fest. Ich finde das ein bisschen Quatsch, wenn man das nach 24 Stunden sieht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die das Video einen Tag später gucken. Und das finde ich persönlich wichtig. Und ja, besonders ja auch meine Donnerstagsvideos explodieren ja teilweise auch manchmal absolut insane und haben teilweise wirklich durchgeknallte Aufrufzahlen, wo ich mir auch so manchmal denke, was zur Hölle, wie kann das passieren, dass das so viele Aufrufe hat? Und auch vom Kommentarbereich, vom Daumenhochbereich will ich eigentlich auch nicht darüber sprechen. Und ja, es ist wirklich insane, wie krass sich dieser Kanal wirklich entwickelt hat. Obwohl ich halt im Vergleich zu letztes Jahr im Grunde genommen wenig eigentlich verändert habe, aber dass der Kanal so explodiert ist, ist wirklich schon unglaublich. Also dass wir jetzt mittlerweile schon die 2000 Abonnenten geknackt haben, ich meine, wenn man das zurückrechnet, ich meine, ich hatte damals irgendwie so 1300 Abonnenten damals und jetzt sind wir einfach bei 2000. Das ist wirklich crazy. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das im Grunde genommen halten können, weil sich natürlich diese Sword Art Online in Minutenvideos vielleicht irgendwann mal abnutzen. Deswegen mache ich ja im Grunde genommen auch diese Donnerstagsvideos, wo ich ein bisschen mehr versuche, mehr reinzustecken und da auch mehr Qualität reinzustecken, als jetzt zum Beispiel bei euch nur irgendwelchen Gameplay-Videos. Und da habe ich natürlich vor, in Zukunft auch noch mehr Zeit zu investieren, dass das wirklich starke Videos werden. Wie zum Beispiel mit dem SAO-Fakten-Video. Das heißt, es soll in Zukunft auch immer besser und besser werden. Das ist für mich auch wichtig, dass ihr zwar mich weiterhin unterstützt, aber ich möchte euch natürlich auch an Qualität mehr darbieten. Ich habe das gestern im Galaxy-Video gesagt, dass ich schon gerne irgendwann mir ein neues Mikrofon kaufen würde, weil das Mikrofon, was ich halt aktuell habe, habe ich halt auch schon jetzt seit 5-6 Jahren oder so, also das ist schon mittlerweile auch ziemlich outdated und da müsste halt auch mal ein bisschen mehr neue Qualität her, dass ihr halt mehr Qualität habt. Ich habe ja gesagt, dass ich schon gerne mal sowas wie Sony Vegas und Photoshop gerne haben wollen würde, aber ja, das kostet halt 20€ im Monat und das Geld, muss ich tatsächlich sagen, habe ich halt aktuell leider nicht irgendwie 20€ pro Monat, dass ich irgendwie ausgeben könnte. Da würde ich gerne halt irgendwann mal die Qualität verbessern und ich versuche halt meine Idee ist im Grunde genommen, dass die Videos, besonders auch die Donnerstagsvideos, einfach von Qualität her immer besser werden, immer besser. Das ist halt so ein bisschen mein Ziel. Klar, bei Nicole ist es halt ein bisschen schwierig, da haben wir das jetzt mittlerweile geändert, dass wir das in Streams abändern, dass das vielleicht für euch so ein bisschen interessanter wird. Bei Integral Factor habe ich ja jetzt mit eingeführt, dass es halt auch so ein bisschen interessanter für euch wird. Also für mich ist es wichtig, das könnt ihr auch gerne immer wieder in den Kommentaren schreiben, gefällt euch das, was ich mache? Wo würdet ihr gerne noch sehen, was da verbessert wird? Ich würde gerne irgendwann auch alle Videos in 4K machen. Das Problem ist, dass 4K teilweise wirklich anstrengend ist zu rendern, aber das habe ich vielleicht auch irgendwann vor, dass wirklich irgendwann alle Videos in 4K gerendert werden. Ich würde halt gerne in der Videoqualität noch mehr eigentlich theoretisch raus und das Problem ist halt, dass das mit meinem Renderprogramm, mit dem ich aufnehme, Sony Vegas halt leider nicht möglich ist. Ich bräuchte halt sowas wie Photoshop und Premiere Pro, aber das Problem ist, dass ich das halt aktuell finanziell nicht leisten kann. Irgendwann möchte ich es mir gerne finanziell leisten und dann könnte man sowas in Anspruch nehmen, weil ich natürlich könnte man jetzt sagen, ey Fluia, mach doch die Werbung an und dann könntest du vielleicht das damit so ein bisschen finanzieren. Es ist ja nicht so, dass ich auf YouTube oder auf irgendeiner Plattform irgendwelche regelmäßigen Einnahmen habe. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe tatsächlich keine einzige Werbung auf meinem Kanal geschaltet. Nicht eine einzige. Das ist für mich auch sehr wichtig. Der Grund, warum ich auch keine Werbung geschalten habe oder beziehungsweise keine Werbung schalte auf meinen YouTube-Videos, es lohnt sich nicht. Also ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet.
wo ich da halt am Ende des Jahres die Zahl hatte und wo ich das halt schon gesehen hatte, dass wir wirklich wieder 700, dass wir wirklich 700 Abonnenten plus gemacht haben, habe ich natürlich auch so ein bisschen mit den Gedanken gespielt, auch weil der Kanal ziemlich gut läuft. Man könnte eventuell tatsächlich das machen, dass man wirklich Werbung schaltet und dass ich halt so Einnahmen generieren würde. Ich habe mir das dann ausgerechnet, aber das Problem ist, es rechnet sich für mich nicht. Das wären vielleicht ein paar Cent oder vielleicht ein paar Euronen. Aber ich sag mal so, was will ich mit so wenig Geld, ganz ehrlich? Was will ich damit? Ich meine, ist es für euch nerviger, wenn ihr da irgendwelche Werbung seht? Und ich sag mal, für mich würde es nicht bringen. Also für mich bringt es nicht. Also wenn ich mal irgendwann sehe, dass es sich finanziell tatsächlich lohnt, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal das Ziel erreicht, dass man wirklich sagen kann, jo, zum Beispiel, man könnte jeden Monat 20 Euro einnehmen von YouTube. Sagen wir mal, wir spinnen mal tatsächlich rum. Ich bin da irgendwann an dem Punkt, wo ich so viele Aufrufe und so viele Abonnenten habe, dass es tatsächlich lohnen würde, Werbung zu schalten und dass man sagen könnte, okay, ich nehme halt jeden Monat denn dadurch 20 Euro ein und könnte dadurch im Grunde genommen dann Photoshop und Premiere Pro sozusagen bezahlen. Und könnte sparen auf dem Mikrofon, so dass diese Kosten im Grunde genommen so ein bisschen, dass ich diese Kosten im Grunde genommen auf das Adobe Programm tatsächlich abliefern könnte, dass ich im Grunde genommen die Einnahmen reinvestieren könnte und sozusagen so Adobe tatsächlich finanzieren könnte. Aber tatsächlich mit das wenig Geld, was ich wirklich über YouTube theoretisch verdienen würde, wenn ich Werbung schalten würde, es lohnt sich wirklich absolut gar nicht. Und deswegen werde ich auch in Zukunft, also kann ich euch schon versprechen, im nächsten Jahr wird es keine Werbung geben. Auch in das Jahr, was jetzt folgt, wird es keine Werbung geben auf meinem YouTube-Kanal. Es wird kein Video geben, was irgendwie Werbung hat. Ist egal, wie erfolgreich das Video wird, ist völlig egal. Aber ganz ehrlich, aktuell muss man leider immer noch sagen, obwohl der Kanal aktuell so gut explodiert, lohnt es sich finanziell tatsächlich nicht, für mich Werbung zu schalten. Deswegen werde ich das auch weiterhin konstant lassen. Falls ihr trotzdem sagt, ey, ich möchte den Flui gerne unterstützen, finanziell, ich mag den, würde den gerne finanziell ein bisschen unterstützen, könnt ihr gerne machen. In den Livestreams ist immer ein Spendenlink, Twitch könnte man mich theoretisch dort auch abonnieren, da kriege ich wenigstens eine kleine finanzielle Unterstützung. Aber sonst, da kann man auch spenden auf meinen Twitch-Kanal, also falls ihr mich da unterstützen wollt, könnt ihr das, aber das ist für mich ganz wichtig, das müsst ihr nicht, also das ist alles freiwillig, also das will ich gar nicht damit aussagen, dass das irgendwie sagt, dass irgendwie jemand sagt, ey, der Flui zwingt uns hier zum Geld investieren. Nein, das will ich überhaupt nicht. Das möchte ich gar nicht. Also das ist das Letzte, was ich gerne möchte, dass ich irgendwie von euch irgendwie Geld zwinge. Das gar nicht. Also alles ist irgendwo freiwillig. Das ist für mich auch wichtig. Und wie gesagt, es wird halt auch in Zukunft keine Werbung geben. Ja, was ihr ja mittlerweile gesehen habt, dass ich jetzt diese Twitch-Highlights mache. Ich mache jetzt sicher auch Twitch für die Leute, die es interessieren. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Twitch-Kanal. Und es gibt auch einen theoretischen Flui-Zweit-Account, wo ich theoretisch dann auch die Livestreams, frühere Livestreams auch hochlade, die ihr dann tatsächlich nachguckt. Aber ja, ich muss sagen, ich bin zwar die Aufrufe von Twitch Highlights sind zwar nicht so erfolgreich, dadurch, dass es halt nicht um Sword Art Online geht, war es mir schon irgendwie klar, aber ja, ich werde das tatsächlich in Zukunft auch weitermachen, dass ich diese Twitch-Highlights weitermache. Auch weiterhin SEO-Minuten wird natürlich auch weiterkommen. Ja, und zwar jetzt musste ich jetzt ja vor kurzem, falls ihr es nicht mitbekommen habt, musste ich ja leider Sword Art Online Ordinal Scale Minuten runternehmen von YouTube. Ich habe dafür leider auch einen Strike kassiert. Aber es ist wenigstens nur mein erster Strike, der läuft auch bis Mai tatsächlich aus. 29. Mai läuft der tatsächlich aus, dann bin ich wieder strikefrei. Aber es gibt jetzt keine Einschränkungen für mich. Ich dürfte halt nicht noch zwei weitere Strikes kassieren, ansonsten wird halt mein Kanal gesperrt. Trotzdem würde ich aber gerne mit Sword Art Online in Minuten weitermachen. Ordinal Scale werde ich dann tatsächlich dann am 30. Mai dann tatsächlich nochmal hochladen und gucken, ob
diese Version funktioniert. Also ich arbeite tatsächlich daran, dass es dann im Grunde genommen so wird, dass YouTube das für YouTube in Ordnung ist. Muss man gucken. Aber ja, da werde ich dran arbeiten, dass das am 30. Mai ein Re-Upload kommt. Könnt ihr euch drauf freuen. Aber ich möchte tatsächlich auch weiter SEO in Minuten bringen. Es gibt noch Sorted Online, Alternative Gangale Online, was ich gerne bringen wollen würde. Und tatsächlich würde ich gerne noch Excel World bringen. Falls irgendwann Sorted Online Progressive the Movie kommt, würde ich das natürlich auch gerne in Minuten bringen. Logisch. Und natürlich alles, was in Zukunft bringt. Bei den Donnerstagsvideos würde ich natürlich auch, habe ich natürlich auch schon ein paar Pläne. Theoretisch für Sorted Online Progressive habe ich theoretisch 5 bis 6 Videos geplant, die ich aber aktuell leider nicht bringen kann. Dadurch, dass ihr ja wisst, aktuell gibt es keine Informationen zu Sorted Online Progressive. Ja. Was ich natürlich sagen kann, ist, dass in Zukunft, weil wir haben ja jetzt vor kurzem Girls OPS durch, habe ich tatsächlich vor, in nächster Zeit tatsächlich auch einen neuen, ich sag mal, Manga tatsächlich von Sorted Online anzufangen. Ich bin noch am Überlegen, aber ich denke mal, ich werde wahrscheinlich Sorted Online Holorealization den Manga machen. Ich habe gehört, dass der gar nicht mal so verkehrt sein soll, dass er auch ziemlich gut sein soll. Den würde ich tatsächlich mal in einer Review gerne auf meinem Kanal bringen. Natürlich auch weiterhin, was ich in Zukunft machen werde, sind die Bücher. Es wird auch bald zu Band 22. Da wird es auch bald ein Video folgen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das schon nächste Woche bringe oder die Woche drauf. Also da könnt ihr euch auch auf jeden Fall auf so ein Video freuen. Dann was ebenfalls in Zukunft kommen wird, ist Lycoris, was natürlich weiterlaufen wird. Also wir werden Lycoris so lange weitermachen, bis wir tatsächlich mit dem Game durch sind. Also muss ich tatsächlich sagen, Lycoris wird so lange weitergehen, bis das Spiel halt keinen Content mehr gibt. Und ja, des Weiteren ist auch Sword Art Online Interquare Factor. Das wird so lange weitergehen, bis keine Ebenen mehr existieren. Also ich mache ja die ganze Zeit die ganzen Ebenen von Sword Art Online Interquare Factor. Ich habe ja mal ausgerechnet, so ungefähr Mai, Juni, Juli ungefähr werden wir höchstwahrscheinlich mit Interquare Factor durchkommen, wenn es gut läuft. Weil aktuell sind die Ebenen ziemlich schwer, also von daher, ich würde ungefähr so August, Oktober vielleicht so einordnen. Dann sind wir tatsächlich durch mit Sword Art Online Integral Factor. Sword Art Online Moon Cradle. Ja, muss man gucken, wie lange es da noch Episoden gibt bei Unleashed Blading. Die Livestreams von Unleashed Blading, stimmt, kann ich ja gleich im Schwung zu Unleashed Blading machen. Wird es natürlich auch weitergeben. Aber ich bin tatsächlich noch beim Überlegen, ob wir tatsächlich noch ein anderes Montagsprojekt reinbringen. Also, dass wir tatsächlich jede Woche Montag hier auf YouTube streamen. Aber da bin ich halt noch im Überlegen, was wir machen könnten. Ich habe ja mal im Livestream darüber so ein bisschen spekuliert, dass wir vielleicht Sword Art Online Lycoris Road to Platin machen. Oder dass wir vielleicht irgendwas anderes machen. Also bin ich ja noch aktuell so ein bisschen am Überlegen, was man eventuell machen könnte. Also da bin ich noch so ein bisschen überlegen. Vielleicht habt ihr selber noch Ideen. Könnt ihr mir natürlich auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich bekomme manchmal die Nachricht. Ich bekomme auch manchmal die Nachricht. Flui, wie sieht's aus mit Memory Defrog? Kommt da nochmal irgendwas? Wirst du vielleicht nochmal ein Video machen? Weil es gibt ja die Möglichkeit, das Spiel theoretisch weiter zu spielen. Aber nein. Wir haben damals diesen schönen Memory Defrog Abschiedsstream gemacht, der leider ja von YouTube gesperrt wurde. Schade. Aber ja, diesen wunderschönen Livestream, diesen möchte ich tatsächlich als letzten Stream oder letztes Video von Sword Art Online Memory Defrog tatsächlich auf meinem Kanal behalten und nichts mehr zu Memory Defrog bringen. Sollte es natürlich dieses Jahr, von was ich glaube, dass dieses Jahr noch ein neues SEO-Game angekündigt wird, sollte es dieses Jahr noch ein neues SEO-Game geben, werde ich natürlich darüber auch berichten, beziehungsweise natürlich das dann auf meinem YouTube-Kanal bringen. Ja, wie lange Blooming of Forget Me Not, beziehungsweise die Kurs noch auf meinem Kanal läuft, kann ich heute nicht sagen. Da weiß ich nicht, wie lange das Spiel unterstützt wird. Vor kurzem ist jetzt der zweite DLC-Teil rausgekommen. Den ersten Teil sind wir, ja, ich denke mal, Ende des Monats spätestens werden wir mit dem ersten Teil des DLCs durch sind. Dann noch 2 Monate drauf, dann noch, ja. Also es wird noch eine Weile dauern. Sagen wir mal so, die Chorus wird noch eine Weile dauern. Auch weil ich nicht weiß, wie lange das Spiel noch unterstützt wird. Also noch ein bisschen werdet ihr mit Lycoris auf diesem Kanal hier noch
verblieben haben. Ja, werdet ihr natürlich sagen, ja, Flui, was ist denn irgendwie im November, Dezember? Was ist, wenn da kein neues SAO-Game kommt? Hast du da noch einen Alternativplan oder so? Tatsächlich, um ehrlich zu sein, nein. Tatsächlich, nein. Sollte es tatsächlich dann irgendwann zu Ende sein mit SAO-Games und ich kann da nichts mehr zeigen oder nichts mehr bringen, dann wird es tatsächlich auf 1-2 Videos beziehungsweise mit Stream 3 Videos tatsächlich in der Woche verkürzt. Ich möchte da nicht auf Krampf noch irgendwas bringen. Klar versuche ich immer wieder irgendwas zu finden, was euch eventuell interessieren könnte auf meinem YouTube-Kanal. Aber es wird dann wirklich so auf 2-3 Videos dann pro Woche dann heruntergekürzt. Nicht so, wie wir es jetzt diese Woche haben mit 7 Videos beziehungsweise 6 Videos beziehungsweise sonst in der Woche so 5 Videos. Wird es dann heruntergekürzt tatsächlich auf ungefähr 2-3 Videos maximal in der Woche. Was ich tatsächlich auch geplant habe, das ist ja, was ich schon öfters gesagt habe, was ihr euch in Zukunft auch freuen dürft, ist, ich plane entweder Mitte oder Ende März ein neues Projekt hier auf dem YouTube-Kanal. Aktuell haben wir ja nur Sword Art Online und natürlich haben wir jetzt so ungefähr 1,5 Jahre Sword Art Online hier auf dem Kanal. Und dadurch, dass ja Sword Art Online nichts Neues bringt, mache ich mir natürlich so ein bisschen Sorgen, dass sich Sword Art Online auf diesem Kanal irgendwann abnutzt und dass dann viele Leute sagen, ja, es kommt ja gerade kein neues Sword Art Online Anime, kein neues Sword Art Online Videospiel vielleicht, dass sich der Kanal irgendwann abnutzt. Und ich möchte da noch nicht zu viel voraussagen, weil das soll geheim bleiben. Außerdem, weil ich auch noch nicht weiß, wie ich das mit YouTube löse, einfach weil ich noch nicht weiß, ob YouTube mir das überhaupt erlaubt, dieses Projekt überhaupt zu starten. Das ist halt auch noch so eine Sache, die ich mir Sorgen mache. Deswegen will ich da auch noch nichts raushauen in Sachen Informationen. Was ist das, was das für ein neues Projekt wird? Sagen wir mal so, ich plane im März ein neues Projekt und hoffe, dass das auch tatsächlich kommt. Aber ich weiß halt noch nicht, wie das mit YouTube läuft und wie das auch mit YouTube rechtlich geht und auch, ob das auch so rechtlich funktioniert, wie ich mir das denke. Das ist im Grunde genommen der Plan, also dass wir tatsächlich weiterhin die Donnerstagsvideos machen, also da plane ich tatsächlich weiterhin Donnerstags jede Woche ein Video zu bringen, dann vielleicht nochmal ein besonderes Video, was halt bald ein neues besonderes Projekt auf meinem Kanal startet, da vielleicht ein Video, dann halt wie gesagt Lycoris Interquefactor geht weiter, ich hoffe halt wie gesagt, dass dieses Jahr noch ein neues SAO-Game kommt, dann könnte man da auch auf jeden Fall noch mehr Videos bringen. Falls ihr natürlich noch weitere Ideen habt und sagt, ey Flui, schreib mir, kannst du nicht mal das und das machen oder das und das von Sword Art Online, dann könnt ihr mir das gerne unten in den Kommentarbereich schreiben. Würde mich da über Ideen und Anregungen natürlich von eurer Seite freuen. Memory Default ganz wichtig, nicht mehr. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei 9 Jahren und das bedeutet natürlich nur nach einem Jahr und dann haben wir tatsächlich unsere 10 Jahres-Special. Das ist schon verrückt. 10 Jahre Flui. Das ist schon echt crazy. Und ja, natürlich plane ich für das 10 Jahre ein besonderes Video. Ich möchte natürlich trotzdem weiter diesen Rückblick machen, aber ich möchte tatsächlich ein besonderes Video, wo wir tatsächlich nochmal auf 10 Jahre Flui nochmal zurückblicken wollen. Da plane ich tatsächlich ein bisschen was, möchte da gerne auch vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und da ein besonderes Video machen, aber ich habe zwar schon konkrete Pläne, aber weiß halt noch nicht, ob ich die tatsächlich so umsetzen kann, wie ich mir das denke. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke und natürlich auch hoffe. Ja, ansonsten, ja, auf Twitch, ne? Wer Lust hat, mich zu verfolgen, da kann ich schwierig sagen, was da so in Zukunft kommt. Aktuell haben wir da Pokémon strahlender Diamant und schillernde Perle in Naturlock, dann Formel 1 2021 in der Online Koop-Karriere. Das wird auf jeden Fall weiterlaufen. Was danach kommt, kann ich euch aktuell noch nicht so sagen, weil ich halt da selber noch am Überlegen bin, was wir vielleicht bringen könnten. Also ich bin ja noch so am Überlegen mit Final Fantasy 10, dass wir das bringen könnten, vielleicht irgendwas anderes. Paper Mario 1 wurde gestern im Livestream so genannt, dass man das vielleicht machen könnte. Also da bin ich aktuell noch so ein bisschen am Überlegen.
lasst euch da ein bisschen überraschen. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in Kommentare, würde mich da gerne über auch Ideen auf meinem YouTube-Kanal freuen. Falls ihr, wie gesagt, auch Ideen habt, zum Beispiel auch wegen Manga-Bände, wo ihr sagt, boah, die Fluie solltest du machen oder das und das solltest du mal machen. Würde mich natürlich freuen. Für mich ist es wichtig, dass ihr Teil meines Kanals seid und dass ihr halt auch diesen Kanal mitgestaltet, weil ihr seid ja im Grunde genommen der Punkt, wenn ihr im Grunde genommen euch ein Video im Grunde genommen komplett, ganz wichtig, auch komplett anguckt, dann beeinflusst ihr im Grunde genommen ebenfalls diesen Kanal, weil wenn ihr euch ein Video anguckt, dann erhöht sich ja der Aufruf, besonders wenn ihr einen Daumen hoch gibt, dann erhöht sich ja auch meine Reichweite. Also, und auch wenn ihr einen Kommentar schreibt, erhöht ja alles so ein bisschen meine YouTube-Reichweite und das möchte ich natürlich auch hier in Zukunft machen. Ja, war ein langes Video, das ist ein Video ohne Skript gewesen, deswegen war es ein bisschen länger und ich finde gerade bei Zoom-Spezial sollte man auch ein bisschen länger erzählen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt, wie gesagt, gerne in den Kommentaren, falls ihr es natürlich noch nicht getan habt und nicht zu den 722, die in diesem Jahr abonniert haben, gehört. Dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und damit verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Jahr 2022, 2023 ebenfalls so erfolgreich gestalten könnten. Mein Name ist Flui, ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis dann und ciao.